Showtime im alten Walzer-Wien. Die Tschardas-Fürstin hält Hof. Und wir alle fiebern mit, ob dieser Varieté-Star zu seiner großen Liebe finden wird. Silva Varescu verdreht nicht nur ihrem Liebhaber Edwin Lippert-Weilersheim den Kopf, sondern auch die Moralvorstellungen des untergehenden KUK-Imperiums. Ich finde es ganz wichtig bei der Rolle, dieser Unterschied zwischen Silva als so Bühnenfigur und also die voll so Diva und dann auch, dass sie hat trotzdem dieses zerbrechliche innere Leben, die wir alle haben. Das ist mir ganz, ganz wichtig, die beide Seiten auch darzustellen. Nicht, dass sie zu kühl wird und zu souverän. Ich finde es sehr wichtig, die beiden immer in den Händen zu haben. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich habe Ihnen eine erfreuliche Mitteilung zu machen. Zwei Herzen von Jugend auf in Liebe sich gefunden. Erst verbieten die Eltern ihrem Adelssprössling die Heirat mit dem bürgerlichen Showstar, um letztlich schmerzhaft zu erfahren, dass ihre eigenen blaublütigen Familienbande auch nicht sortenrein sind. Bis es soweit kommt, erlebt das Publikum im saarländischen Staatstheater jede Menge Verwicklungen im Dreivierteltakt. Es gibt oftmals Operetten. Ja, da gibt es manchmal so die eine oder andere Figur, die etwas anstrengender sind, die auch sehr quirlig sind, die irgendwie nicht beziehungsfähig sind und alles Mögliche. Und da muss man eigentlich auch die Operette sehr wild inszenieren. Und wir haben hier das große Glück bei Tschardas-Fürstin, was auch ein absoluter Klassiker ist der Theaterlandschaft, dass man hier einfach mit der Geschichte um die Silva Varescu und dem Edwin die Geschichte halt erzählen kann, wie halt eine Chansonette mit einem Edwin zusammenkommen möchte, der halt vom Adel kommt. Und das ist halt mal grundlegend ein Riesenproblem und eigentlich auch das schöne Tragische an diesem ganzen Abend, wie ich finde. Emmerich Kallmanns Erfolgsoperette ist zeitlos unterhaltsam und verzaubert mit ebenso genialen wie unverwüstlichen Melodien. Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht, erkennen da die an der Nase herumgeführten Göttergatten, wenn sie den Mädis schmachtend hinterherschauen. Das ganze Ensemble ist klasse. Die Musik pulsiert und auf der sich immer wieder drehenden Bühne gibt es opulente Bilder, nicht nur, wenn herrschaftliche Walzer in rot-weißer Uniform getanzt werden, lobt der Saarländische Rundfunk die Neuinszenierung von Erik Petersens. Ich bin ja so eine Art neue Generation in der Operette und dann denkt man gleich schon so ein bisschen, oh, Operette und junge Menschen, das funktioniert ja nicht so. Ich fühle mich so ein bisschen im Auftrag, die Operette auch in den nächsten Jahrzehnten, dass sie weiterhin Bestandteil bleiben. Und ich glaube, dass wenn man die Stücke, die Figuren ernst nimmt, kann man eben auch heutzutage Operette wieder frisch und vor allem auch sexy inszenieren. Ich glaube, man muss immer ein bisschen bedienen, was die Operette auch ausstrahlt. Sie ist natürlich Unterhaltung, sie bietet Ausstattung, sie bietet Kostüm, sie bietet Tanz, sie bietet viele Sachen einfach, die einfach einer Operette gerecht werden müssen. Und ich glaube, da sehen wir uns vielleicht auch manchmal nach, mal wieder 3 Stunden mal rauszukommen aus dem Alltag, mal nicht drüber nachzudenken, was so passiert. Und deswegen sollte die Operette auch weiterhin ein Bestandteil sein. Das Staatsorchester sorgt mit dem glänzend aufgelegten Ensemble für dieses Pulsieren. Das ist duftig und schmissig, bringt es die Saarbrücker Zeitung auf den Punkt. Christoph Kremers Ausstattung ist opulent und witzig zugleich, so wie Kallmann sich seine Operetten wünschte. Sie sind weder angestaubt noch Schnee von gestern. Denn hier knistert ein ewiges Menschheitsthema: die dumme Liebe. Das
Wer Lust hat, hier wirklich einen sehr filmischen Abend, einen sehr unterhaltsamen Abend zu erleben, dem würde ich den Besuch raten. Wir haben wunderbare Ensemblemitglieder, Gäste, wir haben ein Musical-Ensemble, wir haben Statisterie, wir haben den Opernchor, wir haben Akrobaten, wir haben auch einen Feuerspucker dabei. Also hier wird viel geboten, trotzdem wird hier auch eine Geschichte erzählt, was ganz wichtig ist. Es ist halt auch nicht eine Klamauk-Operette, also man kann den Figuren folgen und ich glaube, heutzutage tut es auch manchmal gut, mal so ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen und sich auch einer Geschichte mal wieder hingeben zu können.